Moin, Sven. Möchtest du übernehmen? Ja, bitte. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zum Bus-Simulator 21. Wir sind wieder am Steuer unseres Iveco Irmway und fahren heute. Ja, wie ist es so schön? Durch. Durch. Sunshine. Das, was wir ja schon mittlerweile kennen. Ich wollte gerade sagen, kriegt das mal bitte organisiert davon, dass ihr mal rausfahren könnt? Dankeschön. Und ich hänge mich mal dahinter. Für uns unser gerade neu erworbener, immerhin, der Langbus. Der Line City. Den wir jetzt gerade gekauft haben. Vom mit dem CEG-Antrieb. Wir haben jetzt mittlerweile einige Busse, wir haben jetzt mittlerweile auch so ein bisschen rausbekommen. Genau, du biegst jetzt rechts ab, das ist gut. Dann mach das mal. Oh, tschüss. Und weiter geht unsere Reise Richtung Winfield. Durch den neuen Flughafen sind meine Geschäftsreisen jetzt einige Stunden kürzer. So, wir machen uns weiter auf. Wir wollen ja 2 Tage machen. Mal gucken, wie viel wir pro 2 Tag jetzt machen, weil wir ja jetzt eine Route mehr haben, die wir mit dabei haben, mit dem neuen Bus. Deswegen. Gut, okay, keiner, der jetzt Karte verkauft. Naja, war da ruhig. Oh, da ist jemand eingepennt. Moment. Hier. Komm, einer kriegen wir ohne Karte. Bam! Ah, hier, bitte. Hilfe. Warte mal, dahinter sitzt noch jemand. Was? Ach so, hier. Du musst den Apfelstrudel bei Moni probieren. Er ist super lecker. Okay, kurz wissen. Und hier war einer. So, einen haben wir ja gekriegt, Gott sei Dank. Dann können wir jetzt weitermachen und machen uns auf Dach mit viel. Ja, wir sind immer noch im Ping-Pong-Modus unterwegs. Diesmal auf der Route 8. Nachdem wir 5 und 3 gefahren haben, machen wir jetzt Route 8 auf 100%, damit wir das auch hinkriegen. Umso mehr Routen wir auf 100% haben, umso mehr Kohle gibt es letztendlich. Ja, das ist es halt. Weil dann fahren auch die NPCs die Routen auf 100%. Genau, was er gerade gesagt hat, hier dieses Jackfruit, das habe ich tatsächlich selber jetzt gerade gekauft, vor ein paar Tagen. Ich habe das selber schon mal gegessen. Ich habe da mit ganze Curry draus gemacht, mit Reis und Ananas und sowas. Das ist sau lecker. Es schmeckt wirklich gut. Man merkt also, okay, es ist Fleisch, schön faseriges, zartes Fleisch, ja. Schmeckt genauso oder fast genauso. Es ist aber eine Frucht. Es ist sau lecker. Also gerade für Vegetarier. Und aber auch Veganer gut geeignet. Definitiv. Also ich bin Teilzeit-Vegetarier, sagen wir es mal so. Ich esse zwar nicht gerne Fleisch, zwischendurch gibt es auch mal vegetarische Dinge, die schmecken beim Vegetarischen tatsächlich besser als die Fleischvariante. So, wir sind schon fast wieder dabei. Wir brauchen 2 Tage haben wir überhaupt schon bekommen. 191.000. Wir brauchen jetzt 2 Tage, dann etwa schon den nächsten Bus wieder. Ich glaube, wir haben jetzt 8, müsste es sein. Hatte ich das, weil wir jetzt Langbus gekauft haben. Ich werde es wieder demnächst billigen. Ich werde es gibt ja nur 3 CLG-Busse meines Wissens. Deswegen haben wir nicht allzu viel Auswahl. Ja. So. Ja, und schon sind wir wieder unterwegs durch Sonnenstein. Das, was wir ja jetzt wollen. Haben. Diesmal aber nicht als Aufwertung, sondern nur um die Route zu generieren. Um Geld zu machen. Fahre ich ein bisschen versuche ich ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Deswegen. Diesmal aber, wie gesagt, nicht im Linksmodus, sondern im Ping-Pong-Modus. So, jetzt muss ich gerade gucken. Da liegt es. Ist die nächste Haltestelle. Die ist Sonnenstein. Unterstadt.
beziehungsweise unter Sonnenschein soll sie. Perfektes Timing. Dafür ist es nicht. Hi. Moin. Die Aussicht von der Klippenstraße. Mindestens eine Fahrkarte, okay. Och, das ist schlimm. 20 Euro jetzt erlegen für den Preis von 1,80 für eine Karte. Nehme ich zum Beispiel gar nicht an. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Danke. Ich hatte letztens auch einen. Der wollte eine Fahrkarte haben, war mit seiner Freundin unterwegs. Wollte eine Karte haben, kostet 7,10 Euro für zwei, die Strecke, also 14,20 Euro, und haut mit dem Fuffi hin. Das kann ich nicht machen, so viel Geld habe ich nicht mit. Ich hatte, glaube ich, 20 Euro mit oder so vielleicht. Weil ich sowieso allzu, weil das war die erste, eine der ersten Runden. Da habe ich gesagt, so viel Geld habe ich nie mit. Warum? Also, wie kommen wir? Wie gesagt, geht nicht. Dann seine Freundin hatte Gott sei Dank nur 20 Euro Schein. Das heißt, ich konnte das Gott sei Dank weg, aber 50 Euro. Gegen die hätte ich gegangen. So leid ist mir dann tot. Ich hätte die beiden dann stehen lassen müssen. Ich hätte nicht umsonst mitgenommen. Dann wird er wechseln halt. Gucken, dass wir Fahrgast haben, die wechselt. Oder das Bank oder was auch immer. Also, Bank dann heißt es einen Bus später fahren, weil ich warte nicht auf irgendwelche Leute. Ich habe schon mal eine Frage gehabt von der Frau, die gesagt hat, ja, ich muss kurz zur Bank Geld wechseln, könnte nicht kurz warten. Ich habe gesagt, ich kann versuchen, ein bisschen Zeit gut zu machen. Das heißt, ich fahre ein bisschen früher vor. Nehmen die Leute mit, sammeln die Leute auf und warten einen kleinen Moment. Also wie gesagt, wer hat sich aus ein, zwei Minuten länger nicht gemacht? Die Frau war nicht da, dann bin ich mal gefahren. Ich habe jetzt nicht auf die Frau 10 Minuten gewartet. Das mache ich auch nicht, wofür auch? Wofür soll ich auf irgendwelche Fahrgäste? Dann muss man halt einen Bus später nehmen. Das ist halt einfach so. Wenn es nicht geht, geht's nicht. Ich krieg öfter so solche Anfragen, dass man da weiß, ja, warten Sie bitte mal auf den. Ach, das war der Kollege. Dagegen muss. Wie gesagt, ich habe jeden Bus mit Werbung zugeballert. Du wirst jetzt über 65.000 kriegen. 65.000 bis 70.000 pro Zahntag bekommen. Dann würde ich jetzt die Mega-Route da fahren mit ein paar Stunden. Das ist kein Problem. So, ist der Mountain auf. Ah, kriegen wir es hin? Jawohl! Level 222. Sind immer noch bei Route 5 und 8, also 3 haben wir gar nicht mehr drin. Jetzt haben wir schon ein bisschen mehr, bis wir mehr kriegen. Jetzt haben wir schon 66.000 pro. Pro Runde. Wir sind jetzt bei 200. Wir können schon demnächst mit der nächsten, mit dem nächsten Zahltag können wir schon wieder einen neuen Bus kaufen. Ich muss jetzt natürlich zwar noch einen Fahrplan, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt in der, mache ich eigentlich nicht. Aber es gibt wieder einen Gummipunkt mehr, weil das heißt wieder. Was war das? Opa Sonnenleitner und Oma Mautner. Das ist, wahrscheinlich hat das hier mit dem Sonnenleitner Hof, der jetzt als nächstes kommt. Oder übernächstes kommt, weil jetzt kommt die Kellerstraße vorher noch. Und hier unten mit dem Mautner Hof, dass die dann zusammen, dass das zusammengehört. Würde sich natürlich anbieten hier, ne? Aber schön mal ein anderes Gespräch zu hören. Das hier zu der Umgebung passt, die wir gerade haben. Ich werde sowieso die Hälfte erst fahren. Also ich werde halbe machen, quasi zwei Folgen draus machen. Weil sonst wird es zu lange werden. Dann hast du das sonst nicht.
hat die nur 10 oder 11 klar allerdings. Ja, dann haben wir 5 Folgen gemacht und dann passt das von der Zeit her, dann kann ich das rüber kopieren. Und ja, wie gesagt, das Ding fahren wir noch heute, diese Aufnahme ist ja schon, da machen wir es mal Feierabend. Dann machen wir Step by Step weiter. Weil ich muss, wie gesagt, ein bisschen vorbereiten. Ich habe nächste Woche keine Zeit zum Aufnehmen. Ich habe meine Eltern sind zu Besuch. Dann sollte das ja, glaube ich, selbsterklärend sein, dass ich dann nicht mich irgendwo hinsetze und zocke. Dementsprechend bereite ich natürlich erstmal Faction vor. So, jetzt muss ich gerade gucken, weil da sind jetzt welche, die rüber wollen. Oder? Lass du mich. Hopp, hopp, hopp. So. YouTube. So. Da ist die Kellerstraße. Oder Kellergasse, wie auch immer. Reicht es ein Zahltag? Nein, reicht es noch nicht. Also erst in der nächsten halben Stelle, die dann kommt. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Ich meine, ich finde die Mission schon durchaus hart. Also 15 CG-Busse zu besitzen. 15 Busse wäre einfacher gewesen. Weil dann hätte ich die für 100.000 alle genommen, die Citaro. Die ein Drittel günstiger sind. Ja, scheiß auf. So, nächste Haltestelle ist die. Ach, dann ist die nächste Haltestelle schon. Ne, Sonnenstein Hauptplatz ist quasi dann die letzte Haltestelle. Dann machen wir mal einen kleinen Break. Und dann haben wir das ganze Ding nochmal zurück. Und dann geht es schon wieder um einen neuen Bus. Da werde ich nochmal eine neue Route bauen. Und ein bisschen Kohle reinkriegen. Also nach dieser Route werde ich nochmal einen neuen Bus kaufen, dann werde ich nochmal eine neue Route erstellen, den dazusetzen und dann werden wir die nochmal fahren. Also ich werde jetzt nach und nach immer wieder die Routen abfahren müssen. Darum geht es jetzt endlich. Also ich muss jetzt mal die auf 100% bringen. Damit wir dann halt weiter die Kohle generieren können. Aber vielleicht machen wir das dann ganz einfach so, dass wir nachher noch eine Route bauen, die neue, dann mit dem neuen Bus, die tatsächlich einmal durch alle Stadtteile geht, damit wir es einmal drin haben. Und damit wir den quasi, falls das irgendwann kommt, nochmal vorbereitet haben. Falls das irgendwie kommt. Ist das die 9? Das ist die 9. Das brauchen wir noch nicht. Das ist der Hauptplatz. Ach, das ist ja schon wieder die Scheiße, ne? Das ist schon wieder das Wendeding. So, wir haben jetzt Zeit. Mach mal. Also ich setze mich mal kurz hier auf die rechte Seite. Wir haben ja ein bisschen Luft. Da, moin, Fahrkartenkontrolle. Sein. Haha. Ja, Pech gehabt, ohne Fahrkarte, mein Freund. Erwischt. Wo hab ich denn? Ah, hier, bitte. Na klar, hier, da. Bitte. Gut. Alle Fahrkarten kontrolliert. Jeder hat, fast jeder hat eine, bis auf der eine. Dementsprechend holen wir uns wieder $120.
So. Mit Tempo 3 war da. Ich hoffe, hier draußen sind aber keine Blitzer. Das heißt, ich kann hier ein bisschen Gas geben. Ich weiß, dass ich zu schnell bin. Das ist gut, dass wir keine Schleife mehr. Dann werde ich wahrscheinlich nur noch Routen bauen im Ping-Pong-Modus, im Schleifen-Modus. Müsste jetzt eigentlich nicht ein. Müsste uns da nicht jetzt eigentlich ein Kollege. Oh, Hilfe. Falsche Seite gerade etwas. Müsste ich jetzt gleich noch im Bus hingucken? Oder kann ich. Das ist jetzt falsch. Das ist zwischen dem Ping-Pong-Modus nicht möglich. So, dann die. Der Sonnenleitenhof, der ist hier rechts jetzt gleich. Ist es nicht? Ne, 5 und 13. Ach, das ist eine andere Haltestelle. So, dann gucken wir mal. Also ein kleines Stück jetzt hier rechts. Jetzt muss ich gerade mal hier runter. Schön rüberfahren, damit wir den schön ausholen können, damit dann nicht irgendwie ein Auto gleich im Weg steht. Ey, ich habe nur rechtzeitig geblinkt, ihr Säcke. Ich weiß nicht, ab welchem Abstand wir eigentlich anfangen können zu blinken, um nicht diese Nachricht bekommen von wegen, ich bin gerade ausgefahren und zu blinken. Ich habe nur ausgeholt. Ich wundere, dass er nicht auch geschrieben hat, beziehungsweise angemerkt hat, dass ich auf der falschen Seite gefahren bin, weil ich bin ja eine Stufe rüber gefahren, damit ich die Kurve ein bisschen besser fahren kann. Naja, bin immer so. So, nächste Haltestelle ist der Sonnenleitenhof, da geht es rüber zur Sonnenstraße und dann haben wir erstmal einen kleinen Break. Den Rückweg zeige ich euch dann in der Folge morgen. Das ist eine andere. Ach, das ist die Sonnenstraße. Ach, leck mich doch einmal, sag. Ich fahre jetzt hier gerade schon an der zweiten Haltestelle vorbei. Ich habe alle Fahrkarten kontrolliert. Und den Schwarzfahrer, den habe ich gebüßt. Wir sind ja seitdem nicht mehr an einer weiteren Haltestelle gewesen. Darf ich Leute aus dem Bus treten? So, wo sind der? Da bist du. Sie waren schon bei mir. So. Damit war. Sie verstört wird tatsächlich extremst. Ich habe aber da mal Leute dabei gehabt, die tatsächlich genau das getan haben. Das ist dann schlimm. Was ich noch schlimmer finde, sind zum Beispiel Leute, die telefonieren und Lautsprecher drin haben. Das muss ich nicht in einem vollen Linienbus sagen. Das ist dann extrem anstrengend. So, der Sonnenleitenhof. Im Frühling sind die Wiesen voller Schnecken. Moinsen! Wo ist es da? Tag. Wir sind bei 65, ne? Mittlerweile. Ich brauche eine Fahrkarte. 66,3. So, das heißt, wir können ja demnächst schon wieder einen neuen Bus kaufen. Ja, wir können einen neuen Bus kaufen. Ja, wie gesagt, danke, wie gesagt, an die Community für diese Information, dass ich mit dem Ping-Pong-Modus mehr Geld mache. Wenn ich bedenke, dass wir pro Route vorher bei 10.000 fahren und 12.000 waren, dass es echt wenig ist. Danke. Einfach wundervoll. So. Das wird schon wieder zu pissen, ne? So. Gut, dann gehen wir jetzt an die letzte Haltestelle. Dann haben wir es. Ein bisschen drehen, ne? Das ist wieder. Das ist diese Wendehaltestelle. Ist das nicht die? Nee.
Bin ich da jetzt rum oder was? Wie soll ich denn hier, wie soll ich denn hier wenden? Komm ich hier? Ja, geil, habt euch wieder überholt. Wo muss ich hier hin? Hilfe! Kann ich da wenden? Ist der Zaun dazu offen? Ja, ich weiß nicht, ob ich da rückwärts mich reinsetzen kann. Ob der das zulässt. Ja, tut er. Alles gut. Bin ich in falsche Einbahnstraße gefahren? Ich bin nur ein Stück zurück, ich hab mich nur gedreht. So, wir müssen nämlich zurück zur Sonnenstraße, da wo wir schon mal hergekommen sind. Scheiße, Wetter. Ich hasse Regen. Ziehen wir mal ein bisschen dran. Nee? Gut. Wir fahren jetzt zur Sonnenstraße, genau, dann ab Platz, dann müssen wir schon wahrscheinlich schon wieder wenden. Ich ziehe jetzt gerade ein bisschen dran hier. Wir sind noch im Fahrplan. Offiziell sind wir noch im Fahrplan. Ist das schon wieder die Haltestelle? Ja, das ist schon die Haltestelle, ne? Mit der wir machen. Das ist die letzte Haltestelle für heute, liebe Leute. Ich weiß, dass die Route noch ein bisschen weiter geht, aber das hat halt. So, gucken, wenn wir Tag kriegen, dann kriegen wir nicht, ne? Ah, nee, leider nicht. Gut, ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Morgen um 16 Uhr, wenn ihr Bock drauf habt. Hier beim Bus um 21 Uhr und dann fahren wir das ganze Ding nochmal zurück. Bis dahin, ciao.